Aber der Vorteil ist tatsächlich, das finde ich wiederum, gut, man kann nicht automatisch speichern, man kann nicht so von sich aus speichern, das können wir überspringen. Dass man nicht so von sich aus speichern kann, aber dafür hat man die Missionsauswahl. Also man kann schon die Mission wiederholen in einer gewissen Art und Weise. Auch wenn man sich irgendwie sagt, ja, ich habe das Spiel zwar mal durchgespielt, aber ich würde schon ganz gerne die und die Mission nochmal wiederholen, weil die mir eben zum Beispiel so gut gefallen haben. Wie auch immer. Oder falls man sie einfach mal üben will. Ne? Ich sag jetzt. Ich freue mich schon richtig darauf. Ja, ich rede jetzt einfach mal darüber, was Tahiri sagt. Er freut sich drauf, bla bla bla. Schön, das ist schön für ihn, dass er sich freut. Ernsthaft. Unbeschreiblich. Luigi ist ein guter Kopf, aber Pepe ist ein echter Meister. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ich habe jetzt den Faden verloren. Scheiße. Irgendwas wollte ich sagen, ich habe jetzt aber komplett den Faden verloren. Scheiße. Mist. Nee, ich finde es auf jeden Fall gut, dass man die Mission bei Mafia nochmal wiederholen kann. Auch zum Beispiel aus nostalgischen Gründen oder einfach nochmal, weil man nochmal die Mission üben will. Zum Beispiel jetzt die Parkhaus-Mission, die wir in der letzten Aufnahme hatten. Wenn man da sagt, ja Mensch, ich fand die Ballerei so geil, ich würde die gerne nochmal machen. Oder ich würde die einfach mal anders machen, mal so ein bisschen was ausprobieren. Zum Beispiel kann ja durchaus sein, dass man dann sagt, jo, ich mache nochmal die Mission neu und spielt dann zu der Stelle hin, weil das wird ja alles im Profil gespeichert, ihr habt es ja gesehen. Also selbst wenn man die Mission zurücksetzt, der Missionsfortschritt, den man in der Missionsauswahl hat, bleibt ja trotzdem bestehen. Also dann ist es auch mit den automatischen Speichern wurscht, wie man das macht, weil es ist ja alles freigeschaltet dann. Also es ist ja nicht so, also ich kenne kein Spiel, wo das Freigeschaltete wieder aberkannt wird. Deswegen, also das wäre echt schon ein bisschen komisch, wenn dann der Spielfortschritt auf einmal sagt so, nö, du hast jetzt das Spiel abgebrochen und deswegen erkenne ich dir jetzt den Fortschritt ab. Das wäre ein bisschen krass, glaube ich. Gut, also es wäre schon ganz nett, wenn ich zumindest über der 50 bleibe. Also wenn ich unter der 50 bin, dann ist das schon schlecht. Also je mehr Trefferpunkte ich habe, desto besser wäre es eigentlich. Deswegen passe ich jetzt auch so ein bisschen beim Fahren auf. Weil es ist ja Tag. Also ich kann die anderen Autos durchaus sehen. Ich muss eben halt nur aufpassen. So zum Beispiel. Also ein bisschen eleganter mal fahren. Gut, also die Fahrt dahin war schon mal nicht das Problem. Wie gesagt, die Cutscenes überspringe ich. Die haben wir jetzt schon mal einmal gesehen. Deswegen, ich brauche die jetzt nicht nochmal abzuspielen. Es sei denn, es kommt vorher nochmal ein Ladebildschirm. Ja, es muss ja gespeichert werden. Das ist ja das Gute. Es wird jetzt gespeichert. Und wenn ich jetzt die Mission nochmal wiederhole, weil ich zu wenig Trefferpunkte habe oder was auch immer, dann fangen wir direkt da wieder an. Das ist ganz gut dann. Ich denke mal, wir werden jetzt einige Versuche brauchen. Bestimmt. Ja, das sind übrigens Parts, die ich jetzt im November für den Dezember aufnehme. Also ich nehme jetzt Mitte November auf für Mitte Dezember. Muss man sich mal reinziehen. Aber wie gesagt, ich würde ganz gerne Mafia fertig kriegen, damit ich das 10. Let's Schnacken machen kann. Dann bin ich da so ein bisschen außen vor. Und außerdem würde ich dann auch ganz gerne dann auch schon mal anfangen, so ein bisschen Morrowind aufzubauen. So ein bisschen Vorrat für Morrowind. Dass ich da schon mal so ein bisschen gerüstet bin. Weil wie gesagt, der Urlaub, der ist ja irgendwann auch mal wieder vorbei. Okay, durch den einen habe ich leider jetzt schon massig Trefferpunkte verloren. Das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Ich lade mal eben nach. So, wie gesagt, wir müssen aufpassen. Es sind ein paar mehr Typen da vor Ort. Na komm schon. Ach, guck mal. Direkt hier vorne ist auch einer. Ah, scheiße. Schon bin ich unter 50. Fuck. Solange es bei 40 bleibt, kann ich da vielleicht noch mehr... Okay. Das war's schon.
Also unter 40 ist wirklich Minimum. Runter, weiter runter darf es nicht gehen. Wenn es zu weit unten ist, dann müssen wir die Mission halt nochmal machen. Dann ist es halt so. Ich mach mal ein bisschen Rollo runter. Die Sonne scheint übrigens heute draußen bei mir. Das ist schon mal sehr schön. Das motiviert auch ein bisschen mehr zum Aufnehmen, muss ich tatsächlich dazu sagen. Also es hängt auch so ein bisschen vom Wetter ab, in welcher Aufnahmestimmung man ist. Oh, oh, oh. Ach, er hat die gute Pistole, okay. Das ist ja gut. Na, komm raus, Arschloch. Okay, das lief ganz gut. Schade, wir haben die gute Pistole nicht gekriegt, aber ich nehme auch die. Thompson. Oh, warte mal, da ist einer von denen. Ernsthaft, Zahiri ist tot. Wollt ihr mich verarschen? Das war jetzt gerade ein bisschen heftig, muss ich tatsächlich sagen. Ich hoffe, ich bin nicht allzu laut. So. Ja, super. Klasse. Der erste Schuss, wir verlieren gleich einfach mal direkt 17 Punkte. Klasse. Ja, ja, super. Eigentlich kann ich die Mission jetzt schon wieder direkt neu starten. Weil ich schon wieder so viele Trefferpunkte verloren habe. Oh Mann, das wird richtig lustig, die Mission hier. Alles klar. Neuanfang. Das war ja fies gerade, echt. Das war echt fies. Gleich direkt, erster Schuss, erster Treffer, gleich mal 17 Punkte weg. Super. Klasse, echt. Das, sowas ist fies. Sowas ist echt fies. Tut mir leid, wenn ihr jetzt die Mission so oft sehen müsst. Aber es muss ja dann leider sein. Hier, ernsthaft, ernsthaft. Auf 7. Alter. Typ, ernsthaft. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu laut. Wartet mal kurz. Ich drehe gerade so ein bisschen am Mikro, damit ich so ein bisschen leiser werde. Ich hoffe, jetzt ist das okay. Alter, das ist doch wohl nicht euer Ernst. Ihr habt das gerade gesehen. Ich hatte 99 Punkte und der ballert mich mit einem Schuss mal eben auf 7 runter. Was für ein Penner, ehrlich. Wo ist er? Steht er jetzt da oder steht er jetzt nicht da? Er steht nicht da. Doch, da ist er. Willst du mich verarschen? Ich baller den ein komplettes Magazin um die Ohren. Das interessiert ihn einfach mal so gar nicht. Ach, hinter mir ist auch noch so ein Pisser. Ich glaub das nicht. Den habe ich nicht gesehen. Hinter mir war auch nur einer. Das ist eine Sauerei, du. Echt. Ich dachte, da ist nur einer. Ja, plötzlich sind da zwei. Ja, super. Toll. Nochmal, Freunde. Ja... Danke, wieder 18 Punkte weg. Komisch, durch einen einzigen Schuss. Wahrscheinlich auch noch ein Querschläger, der mich einfach mal erwischt. Lebt er jetzt immer noch? Nee, die Thompson schwebt da. Okay. So, ich lade jetzt mal die Pistole nach, auch wenn wir noch einen Schuss haben. Aber ein Schuss nützt mir nicht so viel wie 7. Bei den Betonklötzen. Denn natürlich können sich die KI viel besser verteidigen, als wir es können. Ist ja ganz klar, ist ja KI. Na, da ist er. Ja, natürlich mit Schrotflinte, war ja klar, danke. Damit er ja möglichst viel Schaden anrichtet, ihr blöden Mafia-Pisser. Ja, 18-2-0, danke. Super. Jetzt ist, jetzt schwenken die Kurven so aus. Ich verstehe das nicht. Ich habe das beim letzten Mal so leise gestellt. Jetzt war das so, waren die so klein. Und dann hat man mich kaum gehört. Was soll das? Aber es heißt kaum gehört. Aber ich musste den Spielsound leider auf 10 runterstellen beim Rennen. Das war ziemlich blöd, weil es ist schon normalerweise recht leise. Und das jetzt noch leiser zu machen, ist für euch auch scheiße. Das ist echt blöd. Ich muss das echt nochmal ein bisschen genauer ausfeilen mit dem Sound. So.
erwischt. Steht da jetzt noch einer oder steht da jetzt keiner mehr? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass da keiner mehr steht. Ansonsten habe ich gleich ein dickes Problem. Er hat natürlich nicht nachgeladen, obwohl man es eigentlich gehört hat, dass er nachgeladen hat. Oh, macht ja nichts. Ja. Und so wird aus einer ganz einfachen Mission eine beschissene, schwere Mission. Schön in den Rücken geschossen. Da ist ein Typ mit Flinte. Ernsthaft? Einfach mal in die Menge hauen. Schon besser. Das sieht schon besser aus. Viel besser. 99 Trefferpunkte alle behalten. Das ist echt geil. Das ist eine gute Voraussetzung. Eine sehr gute. Irgendwo muss noch ein Einzelner sein. Nein! Scheiße! Da oben! Ich hab den nicht gesehen! Verdammte! Das gibt's doch nicht. Wir schlagen uns so gut. Ein blöder Pisser oben, der haut dir alles weg, ey. Unfassbar, echt. Ein einzelner Pisser. Ein einzelnes verschissenes Schwein, ey. Echt. Alter. Ich glaub's ja wohl nicht. Wir waren so gut. Nein, ein einzelner Pisser muss uns unbedingt alles versauen. Habe ich den jetzt gekillt? Tatsächlich. Ich verstehe das mit der KI nicht. Teilweise brauchen die ein ganzes Magazin, teilweise brauchen die drei Schüsse, manchmal nur ein. Was ist da los? Ist das irgendwie von den Körperteilen abhängig, wo wir die erwischen? Oder was ist da los? Na, kommen die näher? Ja, die kommen näher. Ah! Wechsel die Waffe, verdammt nochmal. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ihr schießt doch! Der hat nicht geschossen anfangs. Der stand da einfach. Ich habe gedrückt, gedrückt, gedrückt. Er schießt nicht. Alter, manchmal ist die Steuerung echt für'n Arsch. Aber so richtig für'n Arsch. Manchmal habe ich das Gefühl, die KI bescheißt dezent. Das tut sie auch. Die bescheißt auch. Weil teilweise war das echt so, du hast geschossen und geschossen und geschossen. Die Treffer wurden einfach nicht gewertet. Das hatte ich in der letzten, in der verworfenen Aufnahme nämlich auch drin gehabt. Ohne Ende. Ich habe geschossen und geschossen und geschossen. Die Treffer wurden einfach mal nicht gewertet. Da jetzt übrigens auch wieder. Komplettes Magazin verballert. Das interessiert ihn einfach mal nicht. Das interessiert ihn nicht. Ich bin jetzt auf 16 runter. Ich kann nochmal neu anfangen. Was soll der Scheiß? Mann! Ich war vorhin so gut, aber dieser blöde Pisser da oben stand. Ich hab den nicht gesehen. Mann! Dass sie sowas nicht hervorheben, wenn du merkst, Achtung, du wirst beschossen. Dass sie dir das nicht anzeigen. Das nervt. Das haben sie bei Renegade so geil gemacht. Hier einfach mal so, ja, nö, brauch er nicht. Das geht so. Das geht so. Ja, ja. Ja, toll. Ich bin schon wieder auf 46 runter. Das gibt's nicht. Das sind solche Sachen, da kriege ich die Krise. Was soll das? Ich war vorhin so gut, da haben wir nicht einen einzigen Treffer abgekriegt. Da kam dieser blöde Pisser von oben und meint, auf mich runterballern zu müssen. Ja, genau, von hinten. Oh, ich hasse sowas, von hinten. Widerlich. Ich hasse sowas. Das hasse ich wie die Pest. Das weiß die KI auch. Das mache ich überhaupt nicht haben, wenn man mich von hinten angreift. Da kriege ich die Krise. Echt, sowas hasse ich. Greift mich niemals von hinten an. Ich hasse sowas. Widerlich. Weiß, sagt der, dass er auch war. Okay, Sterbelaute waren zu hören. Wieso war jetzt ein, kam jetzt einer von hinten angeschissen? Das verstehe ich manchmal nicht. Manchmal ist das so, manchmal ist das so. Von Spiel zu Spiel. Jedes Mal ändert sich die Situation. Das ist tut. Alter, ernsthaft, von wo werde ich jetzt getroffen? Von wo werde ich getroffen, Mann? Hier ist doch keiner. Wo ist hier einer? Da. Ist nicht euer Ernst. Woher, wo so... Da war immer einer. Ein einzelner hat gereicht. Jetzt stehen da plötzlich zwei. Oh,
Mann, ich verwerf, glaube ich, gleich schon wieder die Aufnahme, ey. Das ist doch scheiße, sowas. Ehrlich. Das ist doch scheiße. Wieso sind da plötzlich zwei?